kleine Geschichte vom Wochenende. Ja moin, jetzt wohl auf YouTube oder so. Naja, bevor wir anfangen, wer mich nicht kennt, ich bin ein Typ, der macht gern Fotos, der macht gern Videos und Musik. Und das halte ich dann irgendwie auf Videos fest, die ich meistens die kleine Geschichte vom Wochenende nenne. Und meistens lade ich dann montags ein Video von hoch. Bisher habe ich meine kleinen Geschichten immer alle auf Instagram erzählt. Aber dieses Hochformat-Ding kotzt mich so unnormal an. Ich habe einfach Bock, dir Geschichten zu erzählen und ich will mal was Neues ausprobieren. Gut, also wohl jetzt auf YouTube. Aber warum eigentlich jetzt? Naja, eigentlich ist mein Stativ nur zu schwach, um die Kamera hier hochkant festzuhalten. Und ich mit meinem kleinen Geduldsfaden habe da echt keine Nerven für, dass dieses Drecksding ständig runterrutscht. Spaß. Eigentlich wollte ich das hier schon länger machen, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber ich benutze Instagram eigentlich nur noch zum Durchscrollen und in den seltensten Fällen nehme ich mir die Zeit und gucke mir wirklich mal ein IGTV an. Andersrum gucke ich mir aber die ganze Zeit Videos auf YouTube an und so gut wie nie skippe ich da durch, so wie bei Instagram halt. Und zudem kann man YouTube auf dem Fernseher oder auf dem Laptop auch relativ easy gucken. Also finde ich die Plattform YouTube eigentlich irgendwie ein bisschen cooler, um Geschichten zu erzählen. Aber um ganz ehrlich zu sein, habe ich mich die meiste Zeit jetzt hier eigentlich nicht getraut, das zu machen. Ich meine, sagen wir mal ehrlich, wenn ich dir auf Instagram sage, hey, wechsel doch mal die App und guck auf YouTube weiter, dann machen das doch wohl die wenigsten. Und ich meine, ich wahrscheinlich auch nicht. Ich meine, hallo? Die App wechseln? Sag mal, geht's noch? Ich meine, was willst du als nächstes? Soll ich das noch Leuten weitererzählen oder was? Also. Darum erstmal danke, wenn du jetzt noch hier bist, weil dann bist du die Ausnahme. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich die ganze Zeit nicht getraut, mach das jetzt aber doch. Ich habe letztens von einem Cover erzählt, das ich mit einigen Freunden zusammen gemacht habe. Und ein paar von denen meinten dann, so ein aufwendiges Video auf Instagram zu posten, wäre doch irgendwie Verschwendung, also hau das mal bitte auf YouTube raus. Ja, und damit haben sie auch recht. Ich meine, da haben 11 Leute etliche Stunden investiert, damit das so gut wie möglich klingt und ich baue dann daraus auch über etliche Stunden ein Musikvideo, dafür, dass man das dann am Ende in super klein auf dem Handy gucken kann. Ja, nee, ist doch Mist, ey. Und auch wenn viele das wahrscheinlich trotzdem auf dem Handy gucken werden, fände ich doch irgendwie cool, wenn das in groß verfügbar wäre. Ich meine, wie cool wäre das denn, wenn man das auf dem Fernseher gucken kann oder auf dem PC? Tja, aber das kann halt Instagram nicht, aber dafür YouTube. Aber jetzt einen YouTube-Kanal zu erstellen, um dann am Ende nur ein Video hochzuladen, wäre auch irgendwie blöd, wenn das dann da so vergammelt. Ah jo, und den wichtigsten Punkt für YouTube habe ich fast vergessen. Ich habe ja noch einen relativ kleinen Bruder und Mama erlaubt ihm kein Instagram. Ich will mich da jetzt auch gar nicht einmischen, aber Hannes, jetzt kannst du auch einfach mitgucken. Gut, also lass uns das hier mal versuchen. Und kann jetzt voll schief gehen, aber kann halt auch cool werden. Und tja, am Ende werden wir es sehen und verlieren kann man ja eigentlich nichts. Außer meinen Ruf. Naja, aber ich nehme mich eh nicht zu ernst. Also von daher, alles cool. Gut, dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Anschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und auch wenn es nervt, wenn Leute das am Ende immer sagen, aber wenn du es bis hierhin geschafft hast, dann schaffst du die letzten Sekunden auch noch. Also wenn dir das gefallen hat, drück gerne mal auf Abonnieren oder auf die Glocke und auf diesen ganzen Bums, den man da hier irgendwie anklicken kann, damit du bloß kein Video mehr verpasst. Wäre voll geil, wenn du nächstes Mal wiederkommst. Und das Allerwichtigste, wenn du Bock hast, erzähl das gerne deinen Freunden und allen möglichen Leuten weiter, damit das hier ein bisschen verbreitet wird und damit das hier ein bisschen Reichweite auch bekommt. Und mal schauen, was das hier wird. Wie gesagt, vielen Dank fürs Anschauen und ja... Tschüss, ne?